weiß nicht, wie es Ihnen, wie es euch ging. Dienstag, kurz vor 17 Uhr, Volker Kauder ist nicht mehr länger Fraktionschef der Union. Und ja, auch man muss jetzt kein Freund der CDU sein, keine Freundin der CDU, um so ein bisschen zu denken, wow, da knirscht was im Gebälk des Parteiengefüges, da ist was im Umbruch. Wir haben es im ersten Podium, auf dem ersten Podium auch schon gehört. Wir sind in so einer Zeit, ja, in so einer Umbruchszeit nenne ich es jetzt mal, wissend, dass das sehr plakativ, zu plakativ ist. Wir haben es zu tun mit Selbstzerlegungstendenzen der GroKo, mit einem Sinkflug, ich würde fast sagen Sturzflug der SPD, mit einer Kanzlerindämmerung, mit einem Erstarken der AfD. Wir haben es zu tun mit ausländerfeindlichen Demos, nicht nur in Chemnitz. Und das alles zeigt, was lange selbstverständlich war, nämlich unsere offene, von Toleranz geprägte Gesellschaft, wo wir so dachten, naja, das haben wir uns jetzt so erobert im Laufe der Jahre und Jahrzehnte, das alles steht wieder neu auf dem Prüfstand. Worüber die Medien viel weniger berichten als über die AfD, auch die Grünen klettern konstant in den Umfragewerten. Ist gut zu sehen, gerade in Bayern 18%, wo vielleicht starke Grüne mal mit einer immens geschwächten CSU, wo da sogar ein Bündnis nicht mehr ganz ausgeschlossen scheint. Das stellt natürlich die Frage, quo vadis Grüne Partei, stabiler Faktor im Parteiensystem oder ist da jetzt fast alles möglich? Auch der Vorwurf der Beliebigkeit steht da im Raum. Über all diese Fragen wollen wir sprechen und ich will noch mal aufnehmen diesen Gedanken, wer in die Zukunft schauen will, der muss seine Vergangenheit kennen oder mit Michael Kellner, um ihn noch mal zu zitieren, ohne woher kein wohin. Wir wollen also an die Wurzeln gehen, also radikal sein im Wortsinn, an die Wurzeln gehen, die Ursprünge der Grünen noch mal beleuchten unter den drei Begriffen, die an sich schon sehr, sehr viel Sprengkraft jeder in sich trägt. Links-liberal, das Ganze versehen mit einem Fragezeichen. Und ich muss überhaupt nicht vorstellen, mit wem ich diskutiere, weil natürlich Sie alle, ihr alle kennen. Dennoch sage ich es nochmal, Britta Hasselmann sitzt ganz links von mir, die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Dani Cohn-Bendit, fast seit Beginn bei den Grünen. Und ist jetzt, glaube ich, aus Frankreich hier nach Berlin gekommen. Wir freuen uns sehr. Und Christoph Möllers, Rechtswissenschaftler, auch schon öfter mal auf einem Podium der Böll-Stiftung gewesen, verfolgt die Entwicklung der Grünen lange und ich würde jetzt mal sagen, mit Wohlwollen, obwohl er ein anderes Parteibuch hat. Meine erste Frage bleibt jetzt mal beim Jetzt. Das Jetzt, was ich in den Eingangsworten beschrieben habe, das Jetzt, wo wir alle uns so erstaunt auf den, an den Kopf fassen und sagen, was ist los bei uns, ja, in der politischen Demokratie? Eine Woche Parlament liegt hinter Ihnen, Britta Hasselmann. Wie war die Sitzungswoche? Können Sie überhaupt sich noch verorten zwischen oben, unten, rechts, links, liberal? Wo verorten Sie die Grünen? Einfach mal anhand der Projekte, die in dieser Woche im Bundestag verhandelt wurden. Ja, also ich kann Ihnen und euch gerne ein paar konkrete Projekte nennen, um einfach mal einen Eindruck zu schildern, wo stehen wir und wo ist der grüne Kern und die grüne Haltung und die grüne Überzeugung, die wir versuchen in diesem Chaos, in diesem Parlament zu vertreten und dafür zu kämpfen. Und vorhin haben die beiden darüber, habt ihr drei darüber gesprochen, Ellen, dass manchmal so eine Verzagtheit oder auch Depression über allem liegt. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, sich dem zu entziehen und wirklich Mut und Zuversicht auszuströmen. Denn mit Blick auf Chemnitz und auf viele, viele Diskussionen, die wir miteinander führen, wo wir wissen, wo Menschen für was einstehen, weiß ich, dass dieses Wir sind mehr keine Plattitüde ist, sondern ich habe das Gefühl, dass diese Demokratie davon getragen ist, dass wir sie vielleicht stärker verteidigen müssen,
als wir das in den letzten Jahren dachten. Aber wir sind wirklich mehr. Und mit dieser Zuversicht und diesem Mut ist es, glaube ich, wichtig, in die politischen Auseinandersetzungen zu gehen. In dieser Woche hieß das ganz konkret, sich nicht damit zu befassen, wann die nächste Krise der Koalition kommt, wie sie sich vielleicht ausdrückt, ob durch Empfindlichkeiten, persönliche Angriffe, Fehlentscheidungen oder dieses absolut mangelnde Gespür, was inzwischen Union und SPD auszeichnet, finde ich, sondern sich darauf zu konzentrieren, wofür kämpfen wir eigentlich? Was haben wir vor? Und da will ich ein paar Beispiele nennen. Wir haben zum einen in dieser Woche einen Gesetzentwurf zur Verankerung des Klimaschutzes in das Grundgesetz in den Bundestag eingebracht. Und das haben wir mit voller Überzeugung vertreten, denn wir glauben, es ist längst Zeit, endlich zu sagen, der Klimaschutz hat für uns alle und für alle nachkommenden Generationen eine so hohe Relevanz, eine solche Bedeutung, dass es überfällig ist, ihn als Staatsziel in unserer Verfassung zu verankern. Diese Diskussion, diese Kontroverse, die sich dann gleich im Bundestag abzeichnete, haben wir gerne aufgenommen. Ein zweites Thema. Wir haben in dieser Woche gemeinsam mit anderen demokratischen Parteien, nämlich der FDP und den Linken, eine Normenkontrollklage zur Parteienfinanzierung beim Bundesverfassungsgericht eingereicht. Und gerade weil wir überzeugt sind, dass Parteien eine wirklich wichtige, gute finanzielle Basis und Teilfinanzierung des Staates brauchen, um unabhängig zu sein, ist diese Selbstbedienungsmentalität, die in Bezug auf die Parteienfinanzierung von Union und SPD an den Tag gelegt wird, einfach unerträglich. Und deshalb haben wir ein Stoppschild gesetzt und gesagt, wir gehen gegen diese Änderungen, die hier wieder großkoalitionär beschlossen sind, vor das Verfassungsgericht und müssen hier ein deutliches Zeichen setzen. Eine dritte Frage war das Thema Pflegenotstand. Um auch ein sozialpolitisches, zentrales Anliegen deutlich zu machen. Wir sind mit der Frage eines Sofortprogramms zur Pflege in die Auseinandersetzung gegangen. Und ein viertes, ganz schnelles. Natürlich spielte in dieser Woche auch die Verteidigung der Bürgerrechte, die Frage der Rechtsstaatsverankerung, der Schutz der Menschenrechte und der Menschenwürde eine ganz zentrale Frage bei der Auseinandersetzung um Chemnitz und den Fall Maaßen, diese Personalie Maaßen. Da war im Kern spürbar, dass im Parlament eine solch tiefe Spaltung, ein tiefer Riss über ganz grundlegende Fragen unserer Verfassung, unseres Grundgesetzes vorhanden sind und deshalb auch die Bürgerrechtsfragen nach vorn gestellt und die Rechtsstaatsfragen verteidigt. Das ist inzwischen auch eine Rolle der Grünen, Bündnis 90 der Grünen. Vielleicht für manche ganz ungewöhnlich, dass wir das zu diesem Zeitpunkt so betonen, aber es hat eine ganz hohe Relevanz, das zu tun. Danke. Danke, Britta Hasselmann. Ja, und jetzt wollen wir diesen Blick wagen und nochmal zurückgehen an den Beginn der Grünen, in die Gründungsphase. Christoph Möller ist mit dem Blick von außen vielleicht. Die 68er, ne? Die waren ja dezidiert links, da gab es jetzt keine Begriffsverwirrung. Bei den Grünen ging es vom Anfang an. Okay, kommen wir gleich zu. Ich frage. Bei den Grünen ging es von Anfang an um Freiräume für Individualismus, für Nonkonformismus, um eine Freiheit vor dem Staat, um eine Freiheit zu leben, wie man will, Freiheit vor Reglementierung. Ich sage es jetzt mal und ein bisschen flapsig, so eine Pippi-Langstrumpf-Freiheit. Das Liberale spielte von Anfang an eine große Rolle, oder? Na, ich glaube, na klar spielt das Liberale von Anfang an eine große Rolle, klar. Gleichzeitig gibt es in Deutschland natürlich keine richtige Tradition des Liberalismus. Es gibt eine, die ist aber ziemlich vermurkst, nationalliberal, seltsam, irgendwie korporatistisch. Oder vermurkst durch die FDP. Ja, aber vorher schon, durch die DVP, durch, also eine sehr alte Vermurkstheit, muss man sagen. Alte und neue.
Und da sind die Grünen natürlich, würde ich schon sagen, tatsächlich eine Partei, das würde ich von außen auch so sehen, die mit einer Freiheitskonzeption erstmal aufgetreten ist und die, und das habe ich auch erst lange gar nicht verstanden, auch einfach eine sehr starke anarchische Tradition hat, nicht wahr? Und die doch immer erstmal sehr staatskritisch war und sich dagegen im Grunde erstmal abgrenzen musste, überhaupt irgendwie sich zu organisieren. Und das ist, glaube ich, bis heute eine Stärke auch der Grünen, dass sie eine Bewegungsgeschichte haben, dass sie aus einer Bewegung kommen. Das ist die einzige Partei, die es im Moment auch hat, ist die AfD, muss man sagen. Das ist immer eine Stärke von der Partei, egal ob sie so eine gute oder eine böse Partei ist, weil das ihr sozusagen nochmal eine andere Form von Geschichte und auch dadurch auch eine andere Sättigung an Ideologie verleiht. Und es ist natürlich in gewisser Weise aber heute auch eine Schwäche, will ich nicht sagen, aber sagen ein Faktor großer Offenheit, weil klar ist, die Grünen sind dann irgendwann sehr staatstragend geworden und sie sind natürlich auch dadurch, dass sie immer mit sehr starkem moralischem Überschuss argumentieren, auch teilweise nicht so liberal geworden, sondern teilweise auch in einer sehr, sehr starken und sehr engmaschigen Form weltanschaulich, nicht? Und das ist, glaube ich, so von außen immer so ein bisschen das, wie man die Grünen so sieht. Man hat eine gewisserweise anarchische, positiv besetzte anarchische Tradition, man hat eine sehr starke moralistische Tradition und die moralistische Tradition will dann halt irgendwie alles regeln, wie man sich ernährt oder so. Und die beiden so nebeneinander zu kriegen, ist vielleicht auch so für das Publikum nicht immer ganz einsichtig. Daniel Cohn-Bendit, finden Sie sich wieder in dem Bild über die Grünen, von den Grünen aus der Anfangszeit? Sie sind fast ganz zu Anfang dazu gestoßen. Welche Rolle spielt da aus Ihrer Sicht die Definition links und liberal? Ich nehme jetzt mal die Worte Freiheit und Gleichheit neben der Ökologie. Also ich versuche es mal mit einem kleinen Trick, also Rückgriff auf meine politische Geschichte. Als ich 1999 zum ersten Mal Spitzenkandidat in Frankreich für die Europawahl wurde, habe ich mich gezwungen gefühlt, mich politisch, sagen wir, nicht neu, aber zu definieren. Und dafür habe ich vier Begriffe gebraucht: europäisch, ökologisch, liberal, libertär. Und für die, die das Sozial, die französische Geschichte kennen, das Soziale ist im Libertären drin, vielleicht komme ich noch drauf. Ich lasse mal europäisch und ökologisch jetzt beiseite, das können wir im Gespräch noch nachholen. Ich will noch mal, warum liberal und libertär? Das war ein Schock, liberal. Ein Grüner benutzt, liberal war ein Schock in der französischen Öffentlichkeit, bei den französischen Grünen. Ich glaube, dass wenn man von den 68ern ausgeht, ist doch klar, dass aus einer Bewegung eine Partei manchmal den Sinn einer demokratischen Institution aus den Augen verliert oder sie gar nicht sehen wollen. Und wenn man an Hannah Arendt anknüpft, dann ist es doch so, dass Demokratien gegen Totalitarismus. Und ich war immer antikommunistisch von links, libertär, aber nicht, und das ist, wenn Hannah Arendt von Institutionen und von Demokratie spricht, dann sagt sie auch, Institutionen und Demokratien sind auch so dazu da, die Menschen vor sich selbst zu schützen. Denn in Bewegung kann auch das Irrationalste rauskommen. Und deswegen war für mich sehr wichtig, die liberale demokratische Grundordnung selbstkritisch nach 30 Jahren als ein Wert für Grüne zu definieren. Und gleichzeitig auch in der Auseinandersetzung, es wurde vorhin beim Kapitalismus gesprochen, mit wie verändert man den Kapitalismus? Und wenn man den Sozialismus und die Planwirtschaft nicht will, sondern eine Regulierung der Marktwirtschaft will, dann kommt man automatisch in Auseinandersetzung mit liberalen auch Wirtschaftsstrukturmoment. Denn diejenigen, die glauben, dass die Liberalen nur sagen, der Markt regelt alles, ist falsch. Das ist eine Ausrichtung, aber da gibt es ganz andere. Und deswegen war für mich wichtig, und das Libertäre und nicht links war, dass ich, und da kann man auch wieder an Hannah Arendt zurückgreifen, in Vita Activa, Formen der Produktion, sogar an rätekommunistischen Idealen anknüpft, zu sagen, es gibt jenseits der marktwirtschaftlichen Organisationen, die wir erleben, Formen kollektiver Produktionen, die über diesen Kapitalismus, wie er existiert, hinausweisen. Und das war für mich der Begriff, also dies zusammenzunehmen und die Schwierigkeit, die die Grünen immer haben.
Und ich finde es immer toll, wenn die Grünen sagen, wir verteidigen, vorhin hat es der Robert gemacht, das Grundgesetz. Machen wir uns nichts vor. Als die Grünen gegründet waren, ging doch den meisten Grünen das Grundgesetz am Arsch vorbei. Also wirklich wahr. Also ich finde, wir sollten nicht jetzt die Geschichte neu schreiben, ja. Sondern, und ich finde, es gibt ja wichtige Auseinandersetzungen bei den Grünen. Erinnert euch an die Auseinandersetzung Otto Schily, Antje Vollmer über das Gewaltmonopol. Über das Gewaltmonopol. Wo ein Teil der Grünen gegen Otto Schily, und denkt nicht an den bösen Otto Schily Innenminister. Denkt an, ja, das ist zu einfach jetzt, um das abzuschließen. Sondern denkt an Otto Schily, der da aus den Erfahrungen, die er gemacht hat, auch aus der Geschichte, das Problem des Gewaltmonopols des Staates, ja, als natürlich demokratisch ein wesentlicher Punkt, wenn uns die Bewegungen nicht aus den Ufern laufen sollen. Und wenn das stimmt, dann ist das ein Problem mit Chemnitz, aber das kann auch ein Problem sein für uns mit G20 in Hamburg. Dann können wir nicht hin und her lavieren. Entweder gibt es ein Gewaltmonopol des Staates oder es gibt ihn nicht. Und diese Auseinandersetzung, die zwingt uns, die liberale Staatstheorie und die liberale Auffassung von Demokratie. Und das ist meiner Meinung nach etwas, was wir jetzt, sagen wir, ruhiger miteinander austragen können. Wenn man Sie hört, wenn man Ihre Erzählungen hört und davor Britta Hasselmann gehört hat, dann hat man schon eigentlich ein gutes Bild von dem Weg, den die Grünen gegangen sind. Sie sind zu den Grünen gestoßen, wenn ich richtig recherchiert habe. Anfang der 90er Jahre, da war gerade diese totale Schlappe. Die Grünen wollten übers Wetter reden, während alle anderen über die Einheit reden und sind dadurch richtig aus dem Parlament rausgeflogen. Man hat sich da wieder neu versucht zu sammeln. Wie haben Sie die Grünen erlebt? Da war schon mal von dem, was Cohn-Bendit erzählt, hatte man schon mal gesagt, okay, wir wollen in die Parlamente rein. Ja, das ist ja schon mal so ein Prozess eigentlich der Anerkennung von den demokratischen Grundwerten. Wie haben Sie die Grünen damals erlebt im Spannungsverhältnis links und liberal und ökologisch und sozial? Ja, vielleicht zur Einordnung für die, die mich nicht kennen. 68, die Zeit, über die Dani Cohn-Bendit gerade redet, da wurde ich eingeschult. Und zwar genau 1968 in eine katholische Grundschule mit einer großen Schultüte im Dirndlkleid vom Niederrhein kommend, 6 Kilometer von der holländischen Grenze aufgewachsen. So, und bei aller Rückbetrachtung sozusagen auf 68, ich habe das gerade schon natürlich gemerkt, dass es auch die ein oder anderen hier im Publikum gab, die sagten, ja, Grundgesetz, klar, klar. Ich persönlich komme auch aus einer Initiative, so bin ich politisiert worden als junge Studentin, die Staatsknete ablehnte. Es war undenkbar, die Vorstellung, dass wir für das, was wir machten, irgendwie einen Cent, einen Pfennig vom Staat verlangten. Wir wollten ja unabhängig sein. Staatliche Institutionen sahen wir ganz kritisch. Und die Frage, welchen Blick wir vielleicht auf Institutionen insgesamt hatten, war auch nicht schlecht. So, wir waren, und so kam ich zu den Grünen. Ich arbeitete in der Initiative gegen Wohnungsnot und Stadtzerstörung. Denn es gab nicht nur in Frankfurt besetzte Häuser oder in Berlin, sondern auch in Bielefeld, da wo Eva auch herkommt. Und als junge Studierende fand ich das imponierend. Eigene Betriebe, Kollektivbetriebvorstellung, die Frage, sich zu engagieren für Menschen, die aus irgendeinem Grund aus dem Prozess, aus dem Leben rausgefallen waren, und sich zu engagieren politisch. So bin ich zu den Grünen gekommen. Also auch über ganz konkrete Dinge, nämlich die Arbeit in einem lebendigen Gemeinwesen. Die Frage, was kann ich vor Ort verändern? Welchen Einfluss können grüne Ideen, nämlich der Verbindung von Ökologie und der sozialen Frage, welchen Einfluss können die sozusagen nehmen, wie kann man die stark machen und entfalten. Ich habe also als parteilose Initiativenvertreterin, so nannte man das damals, ab 1989 bei den Grünen mitgemacht und mich hat gereizt die grüne Idee, weil ich das bei keiner anderen Partei gesehen habe, die Verbindung
der ökologischen und sozialen Frage, verbunden mit dem Feminismus und der Bürgerrechtsfrage. Und das war für mich von Anfang an ganz zentral. Deshalb halte ich das auch ein bisschen für luxuriös, darüber theoretisch zu sinnieren, ob wir jetzt links, linksliberal oder whatever. Ja? Die Grünen lassen sich nicht so einfach etikettieren. Wir haben einen Grundwertekanon und der ist viel breiter als der vieler anderer Parteien. Und gerade in diesen Tagen gehört für mich der Geschlechterblick und der Feminismus absolut dazu. Wir haben ein solches Erstarken von Antifeminismus in dieser Gesellschaft, die eine Grundrechtsfrage ist. Ja, das ist eine Frage von Vorstellung von Demokratie. Wir sind die Hälfte dieser Gesellschaft und inzwischen im Parlament sind wir 30,9%, so wenig wie seit der 14. Legislaturperiode nicht mehr. Feminismus wird in einer Art und Weise in Frage gestellt, wie seit 10, 15 Jahren nicht mehr. Und deshalb, für mich gibt es einen Grundwertekanon, viele, viele einzelne Fragen, die aus Bewegungen entstanden sind, der Grünen, haben ihre Grundwerte versammelt in der grünen Idee und in der Vereinigung von Bündnis 90, die Grünen. Das sage ich auch ganz bewusst als West, in Westdeutschland aufgewachsen. Ja. Und deshalb, glaube ich, haben wir alle eine etwas unterschiedliche Biografie innerhalb der Grünen. Und ich habe den Lacher wahrgenommen in Bezug auf das Grundgesetz. Ja, das war vielleicht so, als Dani und andere und Eva angefangen haben, Politik zu machen. Ich sehe das heute dezidiert anders. Denn im Parteiengefüge und im 6-Parteien-Parlament des Deutschen Bundestages weiß ich, dass es wichtig ist, dass Bündnis 90 Die Grünen sagen, wir sind die Partei, die die Rechtsstaatsfrage, die die Demokratiefrage und die Grundgesetzfrage jeden Tag aufs Neue erinnert und darüber diskutiert, im Diskurs über die Weiterentwicklung der Demokratie streitet. Aber für mich ist es so selbstverständlich geworden, ich kann mir das nicht mehr anders vorstellen. Also, Frau Hasselmann hat jetzt nochmal dezidiert die Begriffe Ökologie und die soziale Frage mit hineingenommen und gesagt, wir haben eine Vielzahl von Wertekanon und die Grünen dargestellt als eigentlich der stabile Faktor, der im Moment die Demokratie und den Rechtsstaat ja vielleicht fast am robustesten verteidigt, wenn ich sie so zusammenfassen darf. Ist das das Erfolgsrezept der Grünen? Ich meine, es ist erstmal interessant zu sehen, dass die Grünen, Frau Hasselmann, wir hören Habeck, die sagen dann linksliberal. Heute bekam ich ein Buch auf den Tisch von Kretschmann für einen neuen Konservativismus. Das kann natürlich nur eine Partei machen. Nicht? Also die einzige Partei, die von sich gleichzeitig behaupten kann, sei links und konservativ, sind die Grünen. Und das ist in gewisser Weise durchaus, und ich sage das jetzt wirklich ohne Ironie, obwohl es verdammt lustig ist. Ist es ja genau. Ja, nein, ich sage, es ist verdammt lustig, aber es ist natürlich auch nicht ganz falsch, weil die Grünen natürlich im Moment tatsächlich die Partei sind, die sagen, eigentlich ein klassisch liberales Erbe antreten. Weil die Liberalen waren nach der Französischen Revolution die, die Revolution weder fortsetzen noch rückgängig machen wollten. Und das ist in gewisser Weise das Konzept. Das Problem daran ist vielleicht, man kann zweitens vielleicht auch noch sagen, wenn wir uns angucken, wenn wir über die AfD reden, keine Partei ist natürlich von der Wählerschicht her so weit entfernt von der AfD wie die Grünen. Die AfD konkurrieren mit der Linkspartei, mit der SPD, mit der CDU und mit der FDP auch, nicht mit den Grünen. Und das ist natürlich, glaube ich, für die Grünen so ein bisschen Fluch und Segen. Nicht? Es ist in gewisser Weise Segen, weil man sagen kann, durch die AfD, durch diesen ganzen Rechtsautoritarismus vergewissert sich ein Links vermutlich meistens links, aber jedenfalls liberales Milieu, so ein bisschen seines eigenen Wertekanons, kann immer sagen, das sind wir nicht. Das ist für die CDU ein bisschen schwerer zu sagen, ist auch für die SPD im Ruhrgebiet etwa viel schwerer zu sagen, das sind wir nicht. Und dadurch wird gesammelt, und zwar so ein bisschen auch, ohne dass man so viel dafür tun muss. Nicht? Man kann nur sagen, wir haben ja die Bundesrepublik, die liberalen Werte, das sind wir und das sind die anderen. Und dann merkt man schon so, je schlimmer die AfD wird, desto mehr Stimmen kriegen die besseren Umfang kriegen die Grünen. Obwohl die Grünen eigentlich nichts anderes sagen, als zu sagen, das sind wir nicht. Das ist, ja, ich meine das auch gar nicht, es ist keine abfällige Bemerkung. Ich glaube, es ist ein Mechanismus, den wir gerade beobachten.
Und die Frage ist so ein bisschen, wie weit man mit dem Mechanismus kommt, nicht? Und das ist, glaube ich, eine Frage, die, bei der man sagen muss, es gibt große Chancen und es gibt sozusagen auch große Risiken. Die große Chance ist zu sagen, wir leben in einer Zeit, in der es keine Volkspartei mehr gibt und der die Grünen mit ihrem sozusagen breiten, bürgerlich-liberalen, immer so ein bisschen aber durch links angestachelten Milieuprojekt im Grunde immer irgendwie so nah an 20% hinkommen und damit sehr, sehr viel machen können. Aber die Gefahr ist und natürlich auch irgendwie die, dass man, das ist so eine bestimmte Form von Beliebigkeit und auch so ein bisschen fast schon unpolitischer Wertevergewisserung gibt, die dann so ein bisschen den Stachel aus dem Projekt auch wieder aus den Augen verliert. Nicht wahr? Und sich so ein bisschen wohlfühlt darin, dass sie sich sozusagen eingerichtet hat in der grundgesetzlichen Ordnung. Und die letzte Gefahr besteht natürlich darin, und da würde ich gerne Herrn Kombinit auch mal zu hören mit Blick auf Frankreich, dass man im Grunde den politischen Kampf, weil das so einfach ist, sozusagen als Abschlusskampf zwischen Liberalen und Nichtliberalen, zwischen so einem Demokraten und Nichtdemokraten führt und damit im Grunde durch den Rechten irgendwie dann auch wieder ein bisschen in die Hände spielt. Nicht wahr, weil man das französische Projekt ja das erstmal das ist des kompletten Bankrotts des Parteiensystems, auf dessen Ruinen dann sagen etwas entstanden ist wie Macron, der mir gefällt, aber der ja auch eine problematische Figur in dieser Hinsicht ist. Und die Grünen natürlich immer in der Gefahr bestehen, je erfolgreicher sie sind, desto mehr sozusagen so einen Konsens zu postulieren, der sich sozusagen nur von den anderen abgrenzt und damit die anderen irgendwie dann auch wieder stärker macht. Da ist eine seltsame Dialektik am Werk, auf die man, glaube ich, sehr genau achten muss. Ist es, ist es so, dass die Grünen einfach vieles unter ihrem Dach vereinen, wo die einen dann sagen, ja, konservativ kommt vor, linksliberal kommt vor, die soziale Frage kommt vor, das ökologische kommt vor, oder ist es, was ein bisschen jetzt bei Christoph Möllers durchklang, sowas wie, naja, ist auch eine Beliebigkeit, die drücken sich vor einer wirklich politischen Debatte, wo sie eigentlich stehen? Naja, die drücken sich und drücken sich nicht. Ich bin vielleicht nicht ganz auf deiner Linie, Britta, ob die Grünen so einen Grundwertekanon haben, der so felsenfest ist. Sie haben Versatzstücke von einem Grundwertekanon, der felsenfest steht. Und wenn es aber ans Angemachte geht, dann wird es schwer. Ich will nicht noch mal die Wunden des Kosovo hier hervorrufen. Aber wenn ich da ganz kurz doch einhaken darf, weil das ist ja eine zentrale Frage, da ich ist ja den Grünen... Ich komme darauf hin. Okay, alles klar. Ich komme darauf hin. Und ich will nicht die Wunden des Kosovo, sondern ich will um die schwere Debatte, die ihr vielleicht nicht führen müsst, aber eigentlich führen solltet oder wir alle führen sollten, über Syrien. Und dann bin ich mal gespannt über den Grundwertekanon der Grünen. Zwischen der Situation, um die Jesiden zu verteidigen, wir Waffen an die Kurden geliefert haben, was richtig war, denn sonst hätte niemand die Jesiden gerettet, sondern die Kurden es gemacht haben. Und jetzt wir vor der Frage stellen, dank Erdogan ist es im Moment nicht in Hildib, was ist dann, wenn Assad Giftgasangriff auf Hildib macht, was sagen wir dann? Da gibt es eine Verteidigungsministerin, die gesagt, da müssen wir überlegen. Müssen wir überlegen und schon haben die Grünen gesagt, nein. Und da finde ich den Grundwertekanon ein bisschen dünn. Ja, denn es ist eine wesentliche Frage der Menschlichkeit. Was machen wir in einer Situation, wo ein Diktator hier Giftgasangriff macht und wir keinen UN-Beschluss hinkriegen aufgrund des Veto Russlands, dann sagen wir, Pech gehabt, sollen andere machen, wer soll es machen oder nicht. Ich will nicht sagen, ich habe die Lösung. Ich habe nur da gemerkt, dass die Grünen sich, als es anfing, die Historie, sich gedrückt haben. Sie haben gesagt, die UNO soll entscheiden, die UNO soll entscheiden. Wir wissen, wie der Sicherheitsrat entscheiden wird, mit Veto. Das wissen wir, das ist jetzt festgeschrieben. Und deswegen finde ich, dass wenn in der Frage der Menschlichkeit, die wir mit Recht einfordern für Flüchtlinge, müssen wir die Frage der Menschlichkeit von Opfern von Kriegen und wie können wir dann Opfern helfen, wenn es zu solchen Situationen kommt. Die Grünen haben da angefangen, das war keine Wohlfühldebatte, die Kosovo-Debatte, es war schwierig und ich finde, da gibt es auch in der Frage der Flüchtlinge sollten wir uns es nicht zu einfach machen.
wir sind für eine menschliche Flüchtlingspolitik. Ich finde, überraschen und die Grünen hätten, das ist ja die Forderung von Robert, wir müssen die Gesellschaft, in der Gesellschaft, mit der Gesellschaft auch Diskussionen aus der Gesellschaft aufgreifen. Ich fand überraschend das Interview von Schäuble, der ja in der letzten Woche was sehr Kluges gesagt, was einige, die sich mit Flüchtlingsfragen auseinandersetzen, immer sagen, wir sollten mal aufhören, darüber immer zu sagen, dass wir Menschen massenhaft zurückschicken werden. Können wir nicht, werden wir nicht, das klappt nicht. Sagt Schäuble, warum haben wir das nicht aufgegriffen und gesagt, hier ist unsere Gesellschaft in einem Widerspruch, was nicht so einfach zu lösen ist. Dass man sagt, Menschen, die eigentlich keine Flüchtlinge sind, welchen Aufenthaltsbestimmungen haben sie, was können wir machen? Und ich finde, da haben die Grünen sagen, ja, wir machen eine europäische Lösung, sage ich auch, wir machen dies und jenes, aber ich kann mich so erinnern, als ich Stadtrat in Frankfurt war. Das war die erste Million Flüchtlinge, die damals gab. Und es ging um die Aufteilung dieser Flüchtlingswahl im Zusammenhang mit Bosnien und so weiter. Und da ist verteilt worden, da wo es amerikanische Kasernen gab, denn die wurden gerade geleert. Und da kann ich mich an so viel grüne Lokalpolitiker erinnern, die mir gesagt haben, Dani, du hast recht mit den Flüchtlingen, aber warum gerade bei uns? Wir haben so viele Probleme. Und das war nicht böse. Das war aufgrund der lokalen Situation sicher reale Argumente. Und ich finde, wir sollten in unserer Debatte mit unserer Position zu den Flüchtlingen, die wir haben, diesen Widerspruch, der auch bei uns ist, denn aufgreifen, um den Menschen in der Gesellschaft zu zeigen, wir sind nicht bessere Menschen. Wir haben Ideen, wissen aber der Widersprüche, die unsere Ideen selber bringen. Ja. Ich könnte noch viele Beispiele so sagen, wo ich finde, das Grüne, was dem grünen Fundament noch fehlt, vielleicht von uns allen, ist eine selbstreflektierende Art und Weise, mit sogenannten festen Überzeugungen umzugehen. Man könnte jetzt sagen, deshalb sitzen wir heute hier zusammen, um genau das ein Stück anzuregen, nämlich diese Selbstreflexion, auch die das Diskutieren über die Werte und über die Richtung, über die Verortung der Grünen. Und da wollte ich Sie fragen, stimmt das? Drücken sich die Grünen im Parlament jetzt gerade? Thema Syrien, Thema Migrationspolitik, Flüchtlingsfrage, drücken sich die Grünen vor wichtigen Entscheidungen, vor auch schmerzlichen Diskussionsprozessen, weil sie lieber so geschlossen sein möchten im Moment und keine neuen Streits zwischen rechts und links, links und liberal aufkommen zu lassen? Ja, danke, dass Sie mir die Frage stellen, weil ich hätte sie sonst an Dani gestellt, wie er darauf kommt, dass wir das nicht diskutieren. Das verstehe ich nicht. Also entweder verfolgt man die Debatte der Grünen nicht oder es ist ein Impuls, der heißt, ich glaube, die tun da nicht genug. Also ich gucke mal Michael Kellner an. Ich hatte letzte Woche Parteirat, eins der Gremien, dann, wenn keine Parteitage stattfinden. Selbstverständlich diskutieren wir über solche Fragen. Die Situation in Syrien, selbstverständlich diskutieren wir über die äußerst schwierige, wahrscheinlich in jeder und jedem von uns sich ständig wendende, je nachdem, welche Nachricht man gerade erhält, Ambivalenz in der Frage, was kann man da tun, was muss man da tun, was ist jetzt eigentlich, wie hilflos fühlt man sich, was kann man für eine politische Antwort geben. Selbstverständlich finden diese Debatten statt. Und das meinte ich jetzt nur mit dem Grundwertefundament. Ich bin froh, dass wir das haben. Das entbehrt aber nicht der Debatte. Ist doch klar, ich bin eine streitbare, diskursfähige Frau. Und ich fände es schrecklich langweilig, wenn die Grünen sagen, guck auf Seite 17, da steht, was wir tun. Denn wir wissen doch nicht in jeder Situation, was wir zu tun haben. Aber weil du Syrien angesprochen hast, es gibt darauf keine einfache Antwort. Und das ist gerade der Diskussionsstand der Grünen.
Und das finde ich richtig, weil es gibt sie einfach nicht. Wir haben einerseits die völkerrechtliche Frage, die wir Grüne zu einem Grundwert unseres Handlungsrahmens machen. Wir haben andererseits die ganzen Fragen der Migration, die du gerade angesprochen hast. Ja, ich kann mich sehr gut an die Sondierung zu Jamaika erinnern, weil ich war selber dabei, gemeinsam mit Michael Kellner, der hier vorne sitzt. Und ich habe zum Teil die Migrationsfragen, die Integrationsfragen, die Unterstützung der Kommunen verhandelt. Natürlich müssen wir jetzt in dieser Situation nicht nur darum kämpfen und dafür streiten, dass wir eine humanitäre Flüchtlingspolitik, eine solidarische, wie auch immer das gelingen kann angesichts der unsolidarischen Verhaltensweise vieler europäischer Länder, wie wir das auf europäischer Ebene regeln, sondern wir müssen für jede und jede einzelne Stadt, jedes Gemeinwesen darum streiten, dass ausreichend Finanzmittel da sind, um Integration auch zum Gelingen zu bringen. Und natürlich sehe ich darin eine grüne Aufgabe. Wir diskutieren gerade die Eckpunkte für einen Gesetzentwurf zum Einwanderungsgesetz. Das werden wir in den nächsten Wochen einbringen in den Deutschen Bundestag, weil es ganz zentral ist, neben der Frage von Flucht und Asyl, endlich ein Einwanderungsgesetz in Deutschland zu haben und nicht mehr über 40 Regelungen in irgendwelchen Gesetzen. Und deshalb, das nehme ich gerne selbstkritisch auf, vielleicht findet der Diskurs nicht laut genug, nicht vehement, nicht intensiv genug statt. Das ist, glaube ich, eine Frage, über die werden wir dann auch reflektiert diskutieren müssen. In der Bundestagsfraktion, im Parteivorstand und mehr Diskurs anbieten. Aber es ist nicht so, dass man sagen könnte, ja, wir haben da jetzt mal irgendwann einen Grundsatzprogrammbeschluss gefasst, welche Grundwerte wir haben und dann wird nicht mehr im Einzelnen sozusagen über diese zentralen Herausforderungen diskutiert. Das ist doch eine Debatte, davon lebt auch die Grüne Partei, dass wir so diskursfreudig sind, dass wir solche Fragen vor und zurück von oben nach unten diskutieren, und zwar selbstkritisch, aber auch reflektiert. Dankeschön. Ich würde jetzt gerne wegkommen von der wirklich so spannenden Debatte. Ne? Da kann man noch viel tiefer eintauchen, auch die Frage Syrien, wo stehen da die Grünen und wie ist die Selbstverständigung? Ich will aber ein bisschen mehr bei unserer Headline bleiben, die wir sozusagen als Thema vorgegeben bekommen haben von der Böll-Stiftung. Und deswegen noch ein bisschen wieder davon weg, aber nicht von den Grünen weg, aber hin zu Christoph Möllers. Es gab nach Chemnitz. Wir haben ja jetzt heute Abend schon ein paar Mal gehört, offene Gesellschaft versus derer, die diese Gesellschaft oder die diese Werte angreifen. Das ist was für die Grünen ganz wichtig ist, wofür die Grünen stehen, haben Sie auch gerade noch mal auch stark gesagt. Nach Chemnitz hat man viele gehört, die gesagt haben, es geht jetzt gar nicht mehr um links oder rechts und liberal oder so. Es geht doch nur noch darum, für die offene Gesellschaft oder eben und im Kampf gegen die, die diese angreifen, also ein Kulturkampf praktisch. Sie haben sich mit der europäischen Gefahr von illiberalen Bewegungen lange beschäftigt. Teilen Sie diese These, dass es um einen Richtungsstreit gerade geht, offene Gesellschaft versus derer, die diese nicht mehr wollen, oder macht die politische Verordnung links, rechts, liberal, konservativ doch noch Sinn? Na, das Problem ist, glaube ich, dass man halt irgendwie eine Doppelbewegung braucht. Nicht? Also auf der einen Seite muss man sich immer darüber klar machen, es gibt Dinge, die nicht gehen und die sagen, die Ordnung verabschieden und die muss man als solche kennzeichnen. Und auf der anderen Seite muss man sagen, innerhalb derer, die sagen, die eine demokratische Ordnung vertreten, immer noch die politische Auseinandersetzung führen. Und das ist halt sehr schwierig. Da würde ich auch sagen, beneide ich auch überhaupt gar nicht die Politik drum. Das ist auch in der Debattenlage schwierig. Ich meine, wann sagt man hier, das ist Rassismus oder Sexismus, das ist jetzt irgendwie nicht mehr da. Und wann sagt man, das ist zwar irgendwie Schwachsinn, aber sagen Teil noch irgendwie in unserer Ordnung. Und das ist für alle sehr, das merkt man mit Debatten im Bundestag, das merkt man in der allgemeinen Auseinandersetzung, einfach sehr ein großer Drahtseilakt. Gerade auch gegenüber dem Milieu, das im Grunde am Rand steht, so am, sagen, dass sozusagen vielleicht AfD geneigt, aber noch nicht AfD ist, nicht, weil das vielleicht irgendwie konservativ, national, aber noch nicht völkisch ist, nicht, weil das vielleicht irgendwie
ein bisschen autoritär ist, aber noch nicht faschistoid. Da irgendwie sozusagen eine Ansprache zu finden, die sagt, also wir befinden uns mit euch in einer Auseinandersetzung und wir müssen mit euch reden, ohne aber nun dieses Versteher-Image mit den besorgten Bürgern zu pflegen, das wirklich teilweise ja auch absurd geworden ist. Das ist sehr, sehr schwierig und ich glaube, man muss sich einfach das Problem erstmal klar machen und man muss sozusagen in beiden Richtungen vorsichtig sein. Wie gesagt, denn jetzt den Endkampf auszurufen, ist vielleicht ein bisschen zu viel der Ehre für 15% AfD. Richtig. Nicht? Das ist ja wohl, man muss einfach sagen, 15%, das sind irgendwie, jetzt kann man irgendein abfälliges Wort dafür finden, und das ist vielleicht ein bisschen viel zu sagen, wir kämpfen jetzt hier um die gesamte Ordnung, und sagen, das sind erstmal irgendwie ein paar Typen und wir machen die jetzt vielleicht auch nicht größer, als sie sind. Und gleichzeitig sehen wir andererseits in Sachsen, nicht wahr, die CDU auf dem Kurs in die Koalition mit der AfD. Ich glaube, das ist, glaube ich, eine sehr reale Aussicht. Das ist gar für mich eigentlich keine Frage, dass das passieren wird. Und dann sind wir auf einmal in einer seltsamen Doppelbewegung. Und da gibt es kein Aus, da kommen wir nicht raus. Nicht? Da müssen wir sagen, bei jeder Frage wieder neu, deswegen müssen wir neu auf den Tisch legen. Und da muss man sehr strategisch sein. Da kann man sagen, nicht moralisch sein, da muss man sagen, strategisch denken und sagen, das ist eine Ansprache, die eine fiese kleine Partei klein hält. Und das ist eine Ansprache, die sagt, hier geht es im Grunde doch um unsere Ordnung selbst. Nicht? Und da ist halt vielleicht der Bundestag einfach ein anderes Forum, als sagen wir mal in Chemnitz die Straße. Nicht? Da sind verschiedene Formen von Diskurs gefragt. Und das ist schwierig, natürlich auch deswegen, letzter Satz, weil das immer auch innerhalb des bürokratischen Lagers eine Frage der Profilierung voneinander ist. Nicht? Weil wie gehe ich mit sowas um? Was macht die CSU, was macht die CDU, also was macht die FDP? Wie kann ich mich da selber noch positionieren, während ich mich zugleich zum ganz anderen positioniere? Das ist die Kunst der Politik, das möchte ich auch nicht. Also beneide ich niemanden drum. Und manchmal macht es ja dann auch Sinn, nicht nur in die Vergangenheit zu schauen, sondern auch ins Nachbarland zu schauen, wo eine fiese kleine Partei, wie Sie es gerade genannt hatten, richtig groß ist, Le Pen nämlich. Und Macron hat mit einem parteiübergreifenden Bündnis und einem enormen Aufbruchsbewegungsgeist da eine Entscheidung herbeigeführt, die war knapp genug. Ist das, Robert Habeck hat vorhin mal gesagt, die Grünen müssen wieder diesen Bewegungscharakter, aus dem sie eigentlich kommen, neu entdecken und eine breite gesellschaftliche Bewegung bilden. Er hat auch schon mal an anderer Stelle gesagt, die Gesellschaft ist viel grüner als die Partei, die manchmal so engstirnig denkt. Können wir das aufnehmen von Frankreich, diesen Bewegungscharakter? Wäre das was für die Grünen in Deutschland? Also erstmal, wenn man über die Situation von Frankreich kommt, diskutieren will, muss man wissen, dass die politische Ausgangslage eine andere ist durch die Präsidialdemokratie. Das, was Macron geschaffen hat, geht nur über die Präsidentschaftswahl, weil er dann, in dieser Wahl kannst du über die Parteien springen und musst du über die Parteien springen. Es ging um die Person, über die Person, ne, Macron. Und ja, Wahlen gehen immer über die Person, auch bei den Grünen. Und wenn die besser sind, werden die Umfragen nach oben gehen. Wenn sie bürokratischer und Korinthenkackerei sind, dann gehen sie wieder nach unten. Also da würde ich, alle politischen Systeme sind so, ja. Ich will nur sagen, ja, es ist ja schwierig, heute zu reden von seinem Erfolg, weil es ihm schlecht geht im Moment politisch. Ja. Aber das ist noch nicht aus, da wird man sehen, was in Frankreich daraus wird, denn die Ausgangslage in Frankreich ist dort trotzdem die gleiche. Die politischen Parteien, die Alternativen sind trotzdem alle am Boden. Auch wenn er nicht mehr so weit oben ist, sind die anderen noch viel weiter unten, ja. Also das ist jetzt die schwierige Situation in Frankreich. Aber ich sage immer, um es dort, Macron wäre der ideale Bundeskanzler einer Jamaika-Koalition. Ja, wenn man das zusammenbringt, ja, weil er im Grunde genommen dann mit diesen drei Parteien und als Bundeskanzler die Fähigkeit hätten, aus dem, was der Günther zum Beispiel in Schleswig-Holstein im Moment hervorragend gemacht hat und so weiter, etwas zusammenzuhalten und jedem die Möglichkeit geben, dann einen Teil des Projekts zum Gesamtprojekt zu machen. Das ist in Frankreich anders. Aber eins ist sicher, was Frankreich zeigt, die alten festgefahrenen Ideologien der Parteien, einschließlich derer der Grünen, die im Grunde genommen Grundwertkanon genauso haben wie die deutschen Grünen, das funktioniert manchmal nicht mehr. Das spricht die Leute nicht mehr so an. Und in dieser Situation kam Macron und hat eine Bewegung gemacht, die
Also wenn man die französische Geschichte jetzt richtig sieht, die wir Grünen eigentlich 2009 in Frankreich bei der Europawahl angedeutet haben. Und das war aber die Kleinmütigkeit der Grünen als Partei, dass im Grunde das, was später Macron gemacht, uns nicht gelungen ist. Nämlich darüber hinweggehen, über diese scheinbar festgefahren links-rechts. Und ich möchte nur ein Beispiel sehen, warum links-rechts doch nicht immer was bedeutet. In der Europafrage. Links-rechts. Die Links-Antieuropäer, die Rechts-Antieuropäer. Da einfach zu sagen, wer für Europa ist links, wird schwierig sein. Ja, da kann ich 1000 Beispiele geben. In der Frage der Menschenrechte, links-recht. Wie viele linke Parteien haben wie viele Diktaturen auf dieser Welt unterstützt? Wie viele Rechte haben Diktaturen auf dieser Welt? Dann einfach sagen, ich bin für Menschenrechte in der Welt, von Venezuela bis Kuba, über die Vereinigten Staaten und China. Wo ist links, wo ist rechts? Sehr schwierig. In der Ökologiefrage machen wir uns nichts vor. In Frankreich ist ein Großteil der Linken für Atomkraftwerk. Also vielleicht könnt ihr sagen, die sind nicht links. Da haben wir das Problem gelöst. Aber es ist nicht so. Ja? Also, nochmal. Dann ist die Orientierung in links-rechts unheimlich schwierig. In der sozialen Frage, da hast du recht, Britta, ist das Einzige, wo du klarer die Trennlinien. Wobei, und da ende ich mit Macron, Macron hat einen Ansatz, das ihm vorgeworfen wird. Er sagt, die neue soziale Frage stellen ist nicht immer mehr Programme zur Hilfe der Armen, sondern was mache ich, um die Armen denen zu ermöglichen, sich aus der Armut zu emanzipieren. Und man sagt, er hat kein Sozialprogramm. Er hat etwas gemacht, was kein und Deutschland niemand gemacht hat. In allen Gebieten, wo es eine Mehrheit von sozial Schwachen und Migranten ist, in der Grundschule sind die Anzahl der Schüler in den Klassen 13 Schüler. Um denen eine Chance zu geben, da rauszukommen. Kann ich mir sagen, ob das ein Sozialprogramm ist, ja oder nein? Ich sage ja auf die Zukunft. Nur dann sagt man, wann greift das? Naja, die Kinder sind erst 7. Natürlich sind sie noch nicht emanzipiert, ja. Das ist aber auf Zukunft angelegtes Sozialprogramm, was ich gern finde, dass die Grünen übernehmen können und noch dazu sagen, in schwierigen Situationen, zwei Lehrer, Lehrerinnen und Lehrer, um gerade diesen Kindern nicht permanent einfach zu geben, die scheitern, gegen das Scheitern. Und das sind die Diskussionen, die auch zwischen links und rechts gar nicht so einfach war. Es gab mal die CDU, die entwickelt hat, Hilfe zur Selbsthilfe. Viele Grünen haben gesagt, ist gar nicht so dumm. Wir müssen das nur ein bisschen mit anderen Inhalten noch füllen. All diese Debatten zeigen uns, links, rechts sagt sie schnell. Aber wenn man mal ein bisschen kratzt, dann ist man ein bisschen desorientiert. Meine ich nur. Dankeschön. Ich bin jetzt... Das ist jetzt ein furchtbarer Moment für eine Moderatorin. Es ist so eine wahnsinnig spannende Diskussion. Ich habe auch noch einige Fragen, die diese Diskussion weiterführen sollen können. Aber ich will auch nicht, dass Sie die ganze Zeit nur da sitzen und nur zuhören. Jetzt haben wir nicht mehr so viel Zeit, aber ich will zumindest eine Fragerunde mal ins Publikum, dass wir mal sammeln. So Spotlights, fassen Sie sich möglichst kurz, damit vielleicht 3, 4, 5 Leute wenigstens mal zu Wort kommen und wir noch ein bisschen Input von Ihnen kriegen. Weiter diskutiert werden kann dann natürlich nach 9 unten beim Bier, beim Wein, beim Imbiss. Hier läuft jemand mit dem Mikro rum. Einfach mal die Hand hochheben. Da ist jemand, der was sagen möchte. Ihr habt es besser im Blick, wo die Meldungen sind. Hier war eine Wortmeldung, dann fangen wir damit mal an. Ja, mir fiel nur spontan ein Einwanderungsgesetz, heißt doch de facto ein Ausgrenzungsgesetz oder entweder Survival of the Fittest, die starken jungen Männer wandern ein, wer es schafft, ist hier oder ich definiere schön, mache theoretische Definitionen und der Rest wird dann abgeschoben oder was heißt ein Einwanderungsgesetz und sollte man nicht soziale Grundrechte anders definieren, als man es in Rot-Grün unter Schröder und Fischer definiert hat, sollte man da nicht vielleicht sich auch links erstmal stabiler verorten, bevor man
irgendwo widerspricht oder so. Also man müsste sich ja selber erstmal Opposition sein zu dem, was ALG II war oder was in dieser Zeit alles auch angerichtet wird und da selbstkritischer damit umgehen und dann irgendwie in neuer Sicht klarer definieren oder so. Dankeschön. Wir sammeln gerne noch ein bisschen weiter, wenn es noch weitere Wortmeldungen gibt. Gibt es gerade nicht, dann doch hier vorne noch. Einfach die Hand mal entschieden hochrecken, damit wir es sehen können. Danke. Zu dem Thema Erzählung von der politischen Freiheit. Wir haben jemanden sitzen auf dem Podium, der sich gut mit Frankreich auskennt und auch mit deutschem Verfassungsrecht. Frage, müssen wir die grüne Erzählung nicht viel stärker auch bei den Grundgedanken der Aufklärung verankern? Die Aufklärung war auch eine Folge der Hugenottenkriege, der Franzosen, die aus dem katholischen Frankreich geflohen sind und dann nach dieser Erfahrung der Glaubenskriege sich auch europaweit für die zentralen Gedanken der Aufklärung, Religionsfreiheit, individuelle Grundrechte und so weiter eingesetzt haben, da auch stärker anzuknüpfen, stärker auch historisch diese Erfahrung aufzunehmen aus Religionskriegen im europäischen Kontext. Und wenn wir heute sehen, was die Rechten versuchen, sie versuchen wieder einzelne Gruppen der Gesellschaft zu stigmatisieren und darüber sozusagen politische Erfolge zu generieren. Und Europas Antwort auf solche Konflikte war das Grundgesetz, war aber auch die Paulskirchenverfassung, die ja schon viele Elemente enthalten hat, die dann im Grundgesetz wieder auftauchten. Was sagt ihr dazu? Van Ellen Überscheer. Ja, wenn es jetzt schon um Religionskriege geht, ich wollte gerne noch mal ein Thema in die Debatte werfen, was in dieser Frage die Grünen und das Grundgesetz zu kurz gekommen ist. Ich bin in die grüne Bewegung geraten durch eine Initiative, die sich nannte Kuratorium für einen demokratisch verfassten Bund deutscher Länder. Es war nämlich so, dass die Bündnisgrünen noch zu DDR, also diese ganz kurze demokratische DDR-Zeit versucht haben, eine Verfassung zu verfassen. Eine Verfassung, ja. Und dann war die Idee, können wir das als Schwungrad nehmen, um das Grundgesetz abzulösen? Und das war eine Initiative, die ganz wesentlich von Grünen getragen worden ist. Und ich bin über diese Verfassungsdebatte in die grüne Bewegung gekommen. Also, und das ist jetzt auch, 30 Jahre fast her. Also insofern ist das jetzt nichts Neues, dass die Grünen sich mit dem Grundgesetz und der Verfassung identifizieren, wiewohl ich auch glaube, das reicht nicht, um eine Gesellschaft zusammenzuhalten, nicht ganz, aber deshalb muss sie ja immer wieder verändert werden. Dankeschön, dann nehmen wir noch die letzte Wortmeldung da hinten und danach geben wir die Fragen alle gesammelt hier ins Podium. Also ich glaube, dass die meisten Menschen, auch die vielleicht ein bisschen entwurzelt sind und AfD wählen oder Sympathisanten sind, überhaupt kein Argument gegen Liberalismus haben. Aber was ich glaube, ist, dass die Frage der Selbstwirksamkeit, viele, viele Menschen erleben in diesem Land, dass ihre Entscheidungen oder dass sie, das, was sie sich wünschen, einfach weggefegt wird. Also zum Beispiel die Geschichte mit dem Dieselgate, da gibt es ganz, ganz viel. Und es interessiert keinen Menschen, welche Entscheidungen da getroffen werden. Da wird den Bürgern irgendwie Geld, die sollen jetzt bezahlen. Also die Machtlosigkeit, diese Hilflosigkeit. Und ich würde mir wünschen, dass wir Bündnisgrün dafür eine Antwort finden. Wie können wir die Selbstwirksamkeit zurückgeben? Ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen aufhören, AfD zu wählen, wenn wir den Menschen diese Selbstwirksamkeit zurückgeben. Vielen Dank. Fangen wir gleich, weil da ist die Reaktion am deutlichsten. Fangen wir mit der letzten Frage an und arbeiten uns dann zu den anderen nach vorne vor. Nee, 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 höre ich hier. Also ich finde, wir sollten das, was passiert in Deutschland, nicht überhöhen, aber was auch nicht jetzt kleinreden. Wenn die Menschen völkisch anfangen zu denken, dann rutscht eine Gesellschaft und dann ist es völlig egal, ob du die richtige Entscheidung über Diesel oder jenes führst.
das interessiert sie wenig. Denn dann das, was der Seehofer gesagt hat, stimmt leider für die AfD. Die Frage der Migration oder die Frage der Flüchtlinge ist die Mutter deren Problem und nicht der Diesel. Und deswegen ist die Selbstwirksamkeit, was sollen wir denen geben? Sollen wir ihnen das Recht geben zu sagen, wir wollen keine Flüchtlinge? Was willst du? Denn das ist, was sie fordern. Wenn sie sagen, wir sind das Volk, dann meinen sie ein völkisches Volk und die gehören nicht dazu. Und dann dazwischen ist es sehr schwierig. Also ich finde, mich erschreckt die Diskussion, weil ich nicht geglaubt hätte, dass dieses völkische, rassische Denken in Deutschland, das Germanische, so wieder hochkommen kann. So wieder hochkommen. Und das hat mit dem wirklich, mit den, ich will nur einen Punkt sagen. Wenn Sarah Wagenknecht sagt, sie will mit ihrer Bewegung Stimmen wieder die Menschen zurückgeben und das, was du sagst, sozial und so weiter, sie will Menschen von der AfD zurückholen. Ich glaube, dass die Sarah Wagenknecht nicht rassistisch genug ist, um das zu machen. Denn das, was die Menschen wollen, ist ja gerade da die Auseinandersetzung so. Deswegen müssen wir die Sache mit Diesel regeln, da hast du völlig regeln. Aber glaub nicht, dass das, was im Osten passiert, damit irgendwie jetzt wieder ins Lot kommt. Das will ich nur sagen. Ich möchte eine kritische Nachfrage stellen, weil ich habe noch was anderes rausgehört aus dieser Frage. Könnte es nicht so sein, dass dieser Frust darüber, nicht vorzukommen, sei es sozial nicht vorzukommen, weil man eben sieht, es werden zwar alle geht's gut, die Wirtschaft brummt, aber ich irgendwie bleib trotzdem auf der Strecke, weil die Schere zwischen Arm und Reich in Deutschland definitiv auseinandergeht und weil man das Gefühl hat, egal was ich sage, es wird doch in der politische Apparat in Berlin hat sich so verselbstständigt, es wird der ohnehin in der Klüngelei irgendwas gemacht. Also ich höre hinter der Frage schon was anderes. Dieser, ist es vielleicht doch eine verdeckte soziale Frage, mit der wir es zu tun haben? Wenn oder eine Beteiligungsfrage? Wenn das der Fall wäre, können die doch alle zu Linken gehen. Die haben doch die soziale Frage wirklich hoch und runter. Sie sagen alles, die kritisieren alles. Warum gehen sie nicht zu Linken? Weil es nicht nur eine soziale Frage ist, sondern eine völkische Frage ist. Und die verbinden sie zusammen. Verdammt nochmal, machen wir es uns nicht so einfach. Dankeschön. Und jetzt nochmal Britta Hasselmann dazu, die sich mit der AfD ja tagtäglich im Parlament auseinandersetzt, dazu eine wahnsinnig gute Rede gehalten hat unlängst. Aus ihrer Perspektive auch nochmal diese, glaube ich, sehr spannende Frage. Ja, in der Tat. Ich glaube, dass es viel zu kurz greift, zu sagen, im Kern ist das Erstarken oder diese Neugründung dieser AfD-Bewegung Pegida-Identitäre, weil wir müssen das ja alles zusammen sehen, im Kern eine soziale Frage. Nein, ich glaube auch, das Ausgangsmuster, das Grundmuster ist die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Und das ist etwas, der Rassismus, die Frage, wie wollen wir in diesem weltoffenen Land leben? Wollen wir, dass Flüchtlinge nach Deutschland kommen? Stehen wir zum Grundrecht auf Asyl? Das sind im Kern Fragen. In jeder Debatte des Deutschen Bundestages führt die AfD ihr Thema auf diesen Kern zurück. Und deshalb bin ich ganz klar der Auffassung, wir können doch auch einen Moment mal nach Baden-Württemberg sehen. Da ist doch das Erstarken der AfD im zweistelligen Bereich nicht mit einer sozialen Frage zu beantworten. Diesem Land geht es so gut. Die Arbeitslosigkeit ist so gering. Da kann man das Erstarken der AfD nicht mit der sozialen Frage oder der Frage der Besorgnis der Lebensumstände erklären. Und das sehen wir auch im Deutschen Bundestag. Wir können über Landwirtschaft, wir können über jedes Thema reden. Im Kern führt jede Debatte bei der AfD auf die scharfe Abgrenzung und den scharfen Angriff auf die Menschenwürde zurück, indem man sich sozusagen Gruppen rausgreift und die gruppenbezogene Abgrenzung, die Menschenfeindlichkeit voll zum Tragen kommt. Und das ist im Kern das, was vor 20 Jahren und auch in den letzten Jahren bis heute
ob Andreas Zick, Beate Küpper, was damals Wilhelm Heidmeier immer aus der Mitte der Gesellschaft heraus genannt hat, und gerade die völkische Sprache, also die Entgrenzung auch von Sprache, ist etwas, was wir im Bundestag jeden Tag erleben. Und daran wird mir im Kern deutlich, dass wir durch diese Betrachtung, wie Sie sie gerade beschrieben haben, damit können wir dieses Phänomen nicht erklären. Das ist mir ganz wichtig zu sagen, da braucht es eine vertiefte Betrachtung und auch eine ganz andere Auseinandersetzung. Da sind wir wirklich gefordert. Christoph Möllers hat vorhin mal gesagt, man muss das situativ betrachten und auch damit umgehen, sehr strategisch. Und das stimmt, da sind wir sehr prinzipiell und grundsätzlich manchmal. Ja, da weisen wir Hass und Hetze zurück, verteidigen Menschen. Und manchmal muss man aber auch strategisch gucken, was ist jetzt der Punkt, was ist der Angriffspunkt, wie können wir dem begegnen. Und das gehört zu unserem ganz normalen parlamentarischen, sozusagen unserer Arbeit, die wir jetzt im doppelten Sinne gefordert sind, nicht nur für grüne Themen zu werben, zu streiten, den Diskurs zu führen, sondern eben auch gegenüber der AfD als Gegenpol unsere Demokratie zu verteidigen. Und dann gebe ich nochmal an Christoph Möllers. Jetzt reden wir doch über die, wie Sie vorhin sagten, kleine, fiese Partei und Strategien, um sie zu bekämpfen. Und das ist richtig und wichtig und notwendig. Und was ist aus Ihrer Sicht die politische Strategie, die beste gegen die AfD? Und vielleicht verbinden nochmal mit dem Impuls, der von Ellen Überscheer kam. Ist es vielleicht dieser Verfassungspatriotismus, nenne ich es jetzt mal ein bisschen überspitzt, den die Grünen haben, so dieses, ja, wir stehen für die offene Gesellschaft, wir stehen für die Verfassungstreue. Na, ich meine, ich finde, dass die Grünen sich erstmal doch sehr gut entwickelt haben, weil ihnen, glaube ich, jetzt mal klar geworden ist, es gibt ja in den Grünen immer so einen Reflex zu sagen, neue soziale Bewegung ist gut. Ich erinnere mich an Diskussionen, wo ich mal in der Fraktion gesessen habe vor 5 Jahren oder so, da haben wir gesagt, naja, der Mob ist auch eine soziale Bewegung. Und ich weiß nicht, haben alle gesagt, nö, nö und so, das ist irgendwas anderes. Und da nochmal zu sagen, es gibt halt auch sozusagen soziale Bewegungen, denen man nicht mit so einer Diskursstrategie entgegenstrecken muss, einfach sagen muss, es geht nicht, mehr ist dazu nicht zu sagen. Gleichzeitig finde ich es auch, da denke ich, wichtig, dass die Grünen halt auch positiv denken. Nicht? Und Habeck war ja gerade hier und ich denke, er hat gesagt, er würde sagen, das alte Programm der Grünen wieder erwecken, ist ja jetzt im Moment gekommen. Das halte ich für ziemlich einen Stuss, ehrlich gesagt. Ich glaube, die Grünen müssen sich was Neues ausdenken, immer wieder. Und ich glaube tatsächlich, dass die Grünen im Moment eine sehr, sehr große Chance haben, nochmal in die Tradition des politischen Liberalismus reinzuschauen und zu sagen, und der FDP das Label wegzunehmen. Ja. Und das sollten sie, glaube ich, relativ aggressiv auch tun. Ja. Und sagen, Kinders, wir lesen jetzt mal wieder Montesquieu, Kant, Guizot, Constant und solche Leute, Tocqueville und sonst wen, und schauen mal, was wir uns da rausklauben. Und die können das gar nicht buchstabieren von der FDP. Und wir machen daraus mal was, um zu sagen, nein, wir sind links wahrscheinlich, doch mehrheitlich immer noch, aber wir sind die eigentlichen Liberalen. Und das fand ich wiederum bei Habeck sehr gut, zu sagen, das mit einer positiven Affekttheorie zu besetzen. Also zu sagen, wir brauchen natürlich eben eine emotionale Seite, die positiv ist. Das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig und das fehlt eigentlich im Moment an Parteien. So würde ich sagen, da gibt es viel zu tun für euch und das ist auch eigentlich, und da ist auch viel, das ist eigentlich eine Goldgrube im Moment, auch eine theoretische, die ihr vielleicht mal anzapfen und die vielleicht auch bei den Grünen noch gar nicht alle so richtig gesehen haben. Ich will nur mal sagen, das ist so richtig. Wir können doch sagen, das, was die Grünen im Moment schaffen und schaffen können, ist das, wovon Westerwelle immer geträumt hat. Ja, natürlich. Ein sehr doppeldeutiger Satz. Ja, aber es ist doch einfach so. Es geht nicht darum, den Liberalismus zu übernehmen, den anderen hat, sondern neu zu buchstabieren. Und den kann man heute ökologisch, den kann man alles buchstabieren mit das, was Habeck gesagt hat, du hast recht, nicht das alte Programm, sondern das neue und die Verfassung, du hast recht, aber dann musst du die europäische Verfassung nennen. Bleiben wir nicht jetzt bei der Debatte um das Grundgesetz. Ja, du hast 89, aber jetzt, von heute gesehen, ist die Verfassungsdebatte, die wir brauchen, die Debatte wieder aufzugreifen um eine europäische Verfassung. Denn das ist die Zukunft.
Ja, das wollen wir unbedingt noch einen Satz zu der Frage. Genau, nicht, dass Sie den Eindruck haben, jetzt habe ich eine konkrete Frage gestellt und wir reden hier über die 18% unter der Schuhsohle. Sie haben Sie haben über das Einwanderungsgesetz, Sie haben eine Frage zum Einwanderungsgesetz gestellt. Also natürlich ist klar, dass mit dem Stichwort Einwanderungsgesetz auf gar keinen Fall die Verknüpfung des Grundrechts auf Asyl, die Frage unserer Bindung, Genfer Flüchtlingskonvention, der Schutz von Flüchtlingen und eine humanitäre Flüchtlingspolitik gemeint sind. Aber wenn wir heute über Menschen reden, die vielleicht für ein paar Jahre in Deutschland leben wollen, dann haben die unwahrscheinliche Hürden, in dieses Land hier einzureisen. Es gibt so viele unterschiedliche Rechte, Gesetze, die zu beachten sind. Das ist wirklich einfach eine Hürde und ein Nicht-Anerkenntnis von Menschen anderer Herkunft, die vielleicht nicht dauerhaft ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland finden. Und deshalb ist es so wichtig, ein Einwanderungsgesetz auf den Weg zu bringen und damit auch endlich anzuerkennen, dass wir doch längst ein Einwanderungsland sind, in dem Menschen ganz vieler Nationen leben. Das ist doch eine der großen Lebenslügen der CDU/CSU, die sich über Jahrzehnte geweigert haben, das anzuerkennen. Und das in einem Europa im 21. Jahrhundert und der SPD eigentlich auch. Das ist bitter, aber wahr. Und der zweite Punkt zu den sozialen Fragen. Wir haben uns aufgemacht schon, ich würde mal sagen, selbstkritisch, ein paar Jahre nach den Beschlüssen zum ALG II, Arbeitslosengeld II, Hartz IV, bei dem Nürnberger Parteitag, Michael Kellner sitzt da, ich weiß nicht mehr, ob es 2006 war, ich glaube ja, 2006. Und seitdem führen wir eine selbstkritische Debatte darüber, was wir eigentlich als Grüne sozialpolitisch verantworten wollen unter dem Stichwort einer armutsfesten Grundsicherung und haben seitdem wirklich programmatisch und inhaltlich, finde ich, sehr reflektiert darüber diskutiert, auch kontrovers, was wir verändern wollen und was... Ja, das stimmt, aber ich kann Ihnen sagen, wir regieren nicht. Wir regieren zurzeit nicht und mein Wunsch an CDU, CSU und SPD wäre auch, endlich anzuerkennen, dass es hier Fehler gibt in diesem Gesetz, die den Menschen auch eine Würde nehmen. Und da brauchen wir unbedingt eine andere Definition, andere gesetzliche Grundlagen für eine armutsfeste Grundsicherung. Und Ellen, die Debatte, die du gerade aufgemacht hast, wir haben in dieser Woche über den Bericht Deutsche Einheit diskutiert. Und gerade als Bündnis 90 Die Grünen haben wir an das Parlament appelliert und zumindest durch unseren Beitrag versucht, dort deutlich zu machen, lasst uns nicht über Statistiken und Zahlen und Wirtschaftsdaten reden, sondern lasst uns endlich mal über Grundsätze reden. Was bedeutet das eigentlich? Deutsche Einheit, Ost- und Westdeutschland und an welchem Punkt stehen wir da? Sehr, sehr grundsätzlich. Und ich würde mich freuen, auch in der Verbindung Bündnis 90 Die Grünen, dass wir diese Debatte innerhalb der Grünen auch vertiefen. Okay, danke schön. Wir sind am Ende der Zeit, die wir hier diskutieren können. Aber Sie merken, wir merken, ihr merkt, wir sind nicht am Ende der Diskussion, sondern mittendrin. Und jetzt bitte ich alle und fordere auch alle auf, dass wir die Diskussion unten weiterführen bei einem guten Getränk, alle miteinander in verschiedenen Gruppen. Ich sage nochmal Dankeschön, Britta Hasselmann. Dankeschön, Dani Cohn-Bendit. Dankeschön, Christoph Möllers. Danke für diese lebhafte Diskussion.